So, heute war bei mir Ideentag. Ich habe einfach hier so eine kleine Pianomelodie geschrieben. Und dann habe ich die so ein bisschen ausgeführt. Achtung, es wird jetzt, wie ihr merkt, schon ein bisschen lauter. Einige würden wahrscheinlich sagen Karussellmusik. Mir ist das Wichtigste einfach, wenn ich Ideen dann ausführe, egal was man da macht, dass alles erlaubt ist, dass ich alles machen darf. Zum Beispiel sind meine Drums übelst am Klippen eigentlich. Aber es geht darum, Spaß zu haben und einfach irgendwas auszuprobieren, um einfach ja, neue Dinge zu kapieren. Zum Beispiel habe ich hier auf diesem Break etwas Geiles gefunden, was ich euch unbedingt zeigen möchte. Also zuerst klang der Break so im Kontext. Aber bevor ich jetzt wieder mit einem Filter einfach hingehe und das zumache und da passiert nichts mehr, wollte ich das Ganze so ein bisschen interessanter gestalten und habe erstmal den Overdrive da unten hin bewegt. Und man merkt jetzt schon direkt, der gibt viel mehr Body. Ne, ohne. Macht den so richtig voll. Und was dann noch dazu kommt, was sehr, sehr geil ist, ist der Autofilter. Und was der macht, ist besonders wichtig hier bei diesem Envelope-Regler. Wenn ich diesen Envelope-Regler mal wegmache, dann funktioniert das Ding wie ein normaler Autofilter. Aber mit Envelope, was er dann macht, ist im Grunde wie bei dem Envelope-Follower. Der guckt sich halt vorher die Hüllkurve einmal an. Und das ist dann so, als würde ich sozusagen die Hüllkurve auf den Filter-Cutoff mappen. So, sozusagen. Warte mal, kann ich das nicht ein bisschen. So, das passiert im Grunde da. Nur, dass er tatsächlich sogar noch schneller arbeiten kann. Deswegen habe ich den hier auf Attack 0,1 gestellt und 85. Und jetzt kommt sozusagen immer BAM, sobald eine Snare kommt, kommt die so durchgebrettert. Das ist super, super geil, wenn man mit Delays oder Reverbs arbeitet. Weil dann nimmt er hauptsächlich nur die Snares. Dann ist es nicht so, dass du den kompletten Sound davon mitnimmst. Und jetzt wird es nochmal richtig, richtig geil, wenn ich jetzt nämlich die Resonanz erhöhe. Selbst resonierend wird. Und das finde ich so, so, so geil. Und damit werde ich auf jeden Fall den Build-up von diesem Song bauen. Ich wollte hier bei dem Song wirklich irgendwas machen, was einfach so frei wie möglich klingt und nicht irgendwie durch Konventionen zurückgehalten wird und nicht klassisch klingt. Und das ist genau, was ich gesucht habe. Wie geil ist das, dass ich aus meinem Drum Break einfach einen Laser machen kann? Und das Gleiche werde ich dann auch bei den Synth machen, wenn mir die irgendwann auf die Eier gehen. Dann werde ich die nämlich genauso auch low passen, Envelope auf, kurz machen alles und jetzt Reso rein. Hier könnte sogar eventuell noch so ein bisschen der Biam, 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 Biam. Ich nenne den mal den
den Paul McCartney-Effekt. Der könnte hier natürlich noch gut kommen. Das Wichtigste ist einfach bei diesen Projekten, dass es euch komplett egal ist, was mit der Technik passiert. Ihr sollt hier einfach Spaß haben. Ne, also klar, ich arbeite hier in Gruppen, klar, ich habe hier auch schon Sidechaining und so, aber hier geht es wirklich mehr darum, einfach Spaß zu haben in den Spuren, um neue Effekte und Sachen zu entdecken. Hier habe ich zum Beispiel einfach eine Snare benutzt, die einfach einen Vocoder dahinter hat, um einfach so ein bisschen diese Betonung der anderen Snare nochmal zu fördern. Und ja, ich finde, man kann einfach unglaublich coole, interessante Sachen hier finden, wenn man einfach so ein bisschen, ja, wild wird mit seinen Ideen. Also, viel Spaß beim selber ausprobieren.